Leute, ich bin jetzt in Chiang Mai, in der nächstgrößeren Stadt zu San Kampeng, also die Stadt, wo ich auch gelandet bin mit dem Flieger. Es hat hier so 20, 30 Minuten hergebraucht mit diesem Bustaxi. Ich bin jetzt wahrscheinlich in der Nähe vom Zentrum, ich kann es gar nicht genau sagen, ist alles ein bisschen konfus hier und lesen kann man auch nichts. Und es schaut aus wie so ein kleines Marktviertel, es gibt so viele Stände mit Textilien und Essen natürlich wie immer. Und mal sehen, ob ich hier ein paar gute Aufnahmen für euch reinbekomme, dass ihr so seht, wie es hier so abgeht. Ist auf jeden Fall irrsinnig witzig. Der Johann ist zu Hause im Hotel und ruht sich aus. Der hat heute Pause, zumindest am Vormittag, das heißt, es ist Mittwoch. Wir haben für die Kampfwoche vereinbart, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Vormittag ist Strength and Conditioning. Das heißt, morgen geht es weiter mit dem Training im Pool und übermorgen dann noch einmal Schnellkrafttraining, Plyometrie. Und heute am Nachmittag, am Mittwoch, ist nur noch das Thai-Training mit seinen Thai-Coaches. Und das war's dann für heute. Und der ruht sich in der Zwischenzeit mal aus und ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit und erkunde das Land ein wenig. Leute, diese Mangostin-Früchte, die gibt es hier wirklich auf jeder Ecke. Und das Witzige ist, dass die auch noch irrsinnig günstig sind. In Wien kann ich mich erinnern, vor, ich glaube, 10 Jahren oder sowas sind die ein bisschen populär geworden, weil sie immer wieder von Firmen verwendet wurden, wegen verschiedener Mikronährstoffe, Antioxidantien und so weiter. Und so ein Drink hat 70 Euro gekostet, also das ist, glaube ich, etwas zu teuer gewesen. Da habt ihr jetzt die Mangostine offen. Das schaut da drinnen aus ein bisschen wie so Knoblauchstücke. Schmeckt aber besser. Das sind diese Märkte, die man so kennt aus diesen asiatischen Actionfilmen mit Jackie Chan und so weiter. Also hier so durchrennen und überall drüber springen und sich hier ein bisschen gegenseitig verklopfen. Ziemlich nice, das mal hier aus mittendrin zu sehen. Babyschildkröten. Ich würde gerne wissen, ob das Haustiere werden oder Suppeneinlage. Ja, Lost in Chiang Mai bekommt jetzt wirklich Realität. Ich bin einmal mehr abgebogen als geplant anscheinend. Und ja, schon keinen Plan, wo ich bin. Also ich dachte, ich habe eine recht gute Orientierung. Aber es sieht alles relativ gleich aus. Und die Anweisungen, wo sie jetzt zum Zentrum geht, die sind wirklich, ja sehr ungenau. Montags habe ich ergattert. Das ist eine echt lustige Art und Weise zu reisen. Da hinten ist eine Doppelbank, keine Wände, aber ein Dachel, also Regen geht. Aber Winter ist sicher zart, deswegen ist das eher was für hier die Tropen. Ja, da fährt er mit mir meinen Nacken. Bam! Das war etwas zu niedrig, aber egal. Von dem ganzen Muay Thai-Wahnsinn habe ich ganz vergessen, dass es auch andere Sportarten gibt. Zum Beispiel Fußball. Ziemlich lässig, da hinter mir so eine Art Food Night Market. Also hier gibt es nur Essen. Und ich zeige euch das gleich, alles so mit Bildern ausgestellt und es gibt auch ein paar ungewöhnliche Sachen, also kommt mal mit, schauen wir uns das an. Das ist echt der Oberhammer, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich glaube, das sind Waffeln und ich glaube, ich muss es jetzt probieren, da bleibt jetzt mir echt nichts mehr anderes über. Auch wenn ich schon zu Abend gegessen habe, das ist mein Dessert. Der Meister am Werk, owe, owe. Sorry, spicy. Spicy, ja, ist gut. Also, wenn man gesehen hat, wie der Typ das Ding zerlegt hat und ihm den Kopf abgehackt hat, dann fängt man vielleicht Vegane ein bisschen besser an zu verstehen. Gut, Leute, ich mache mich auf dem Heimweg. Für mich war es genug heute, war ein ganz langer Tag. Ich schaue, dass ich wieder dieses Taxibus irgendwo erwische und wieder zurück nach St. Kampen fahre. Macht es gut. Also, ich finde ihn besser als das Original.